Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich mit dir ein wunderschönes Sommerkleid nähen, nämlich mein neues Schnittmuster Myla. Es ist ein wunderschönes Kleid mit ganz, ganz vielen Raffungen, ein klein wenig verspielt, ja, und man bekommt richtig Sommerlaune dabei. Und wie du das ganz einfach nähst, das zeige ich dir jetzt. Los geht's! Im ersten Schritt wird das Rückenteil mit den zwei Vorderteilen zusammengenäht. Und wenn du dir die drei Schnittteile anschaust, dann wirst du sehen, dass die Vorderteile in der Schulterpartie, so nenne ich das jetzt mal, ein bisschen weiter sind und als allererstes erst einmal gerafft werden müssen. So sieht das Ganze dann gerafft aus am Vorderteil. Wundere dich nicht, das sieht jetzt ein bisschen schmaler aus. Das liegt aber daran, dass sich die Ecken hier so ein bisschen hochgekräuselt haben. Genau, ich mache das hier auf die ganz, ganz einfache Art und Weise. Ich habe auf meiner Nähmaschine den größten Geradstich eingestellt, den sie hat. Also im Prinzip den Heftstich. Und habe zwei parallele Nähte oben innerhalb der Nahtzugabe genäht. Und an den zwei Fäden kann ich jetzt den Stoff schön gleichmäßig raffen. Ich finde das immer eigentlich mit wirklich die schönste und einfachste Variante, weil man halt wirklich keine Hilfsmittel braucht und weil man das wunderbar mit der Hand justieren kann und immer noch mal nachraffen kann. Genau, so sieht das Ganze dann aus. Ne? Das unten ist jetzt hier das Rückenteil im Bild und hier oben, das sind die Vorderteile. Und jetzt legst du sie rechts auf das Rückenteil und nähst alles an den Schulternähten zusammen. Ich nenne das jetzt mal Schulternaht, weil das ist nicht die Schulternaht. Die ist so ein Stückchen nach vorn versetzt, aber ja, das ist eben die Naht, die am ehesten in der Richtung Schulter sitzt. Ne? Also du weißt schon, was ich meine. Jetzt kannst du das wieder mit Clipsen oder Stecknadeln heften und dann zusammennähen. Ich nähe auch immer zuerst mit der Nähmaschine die Naht und versäubere dann die Nahtzugabe. So sieht das Ganze aus. Die beiden Vorderteile sind jetzt am Rückenteil angenäht und jetzt wird im nächsten Schritt der komplette Ausschnitt versäubert. Ich mache das mit Schrägband. Ich habe ja die Stoffe und das Schrägband immer passend jetzt zusammen eingekauft in der Saison, weil ich es einfach wunderschön finde, weil das schnell und einfach geht und einen ganz professionellen Abschluss hat. Ja, du kannst natürlich auch auf Schrägband verzichten. Dann versäubere bitte einmal hier ringsum den Ausschnitt mit der Overlock oder mit dem Zickzackstich deiner Nähmaschine. Und dann schlägst du diese Nahtzugabe, die versäuberte, nach innen um und nähst sie einfach fest. Also die Variante geht auch. Wenn du, so wie ich, mit Schrägband arbeitest, dann kannst du auf die Nahtzugabe beim Zuschnitt hier am Ausschnitt verzichten. Wenn du das mit dem Umschlagen machen möchtest, dann bitte mit Nahtzugabe zuschneiden. Genau. Und so wunderschön sieht das Ganze dann mit Schrägband aus. Ich habe das jetzt sowohl vorne am Ausschnitt, am Halsausschnitt gemacht, aber ich habe auch die Armausschnitte auf die gleiche Art versäubert. Ja, es hat halt einen wunderschönen Look und sieht wahnsinnig professionell aus. In meinem Shop gibt es ganz, ganz viele Stoffe mit passendem Schrägband. Also kannst du gerne mal gucken. Wenn nicht, kannst du Schrägband natürlich auch selbst herstellen. Ne? Genau. Nun werden die Vorderteile übereinander positioniert und zusammengenäht. Und dazu hast du hier auf dem Vorderteil unten die Markierung, auf der steht vordere Mitte. Genau, die ist dort. Und das solltest du dir an beiden Vorderteilen markieren. Ich mache das jetzt mit der Stecknadel und dort legst du beide Vorderteile übereinander. Du hast natürlich genauso die Möglichkeit, den Ausschnitt ein klein wenig anzupassen. Die Weite des Kleides gibt das ohne Probleme her. Also du kannst auch hier jetzt einmal dir Vorder- und Rückenteil im Prinzip umlegen und gucken, ob der Ausschnitt dir so gefällt oder ob du ihn gerne etwas geschlossener haben möchtest. Dann leg das Ganze einfach ein Stückchen weiter übereinander. Ja,
oder mach's noch ein bisschen auseinander. Also die Möglichkeit gibt es. Ne? Wenn du das Ganze so lassen möchtest wie im Schnittmuster, dann legst du jetzt hier beide Stecknadeln übereinander und fixierst dir jetzt beide Vorderteile. Du kannst das Ganze jetzt noch mit Stecknadeln zusammenstecken oder innerhalb der Nahtzugabe wieder mit so einem kleinen Stich, mit so einer kleinen Naht fixieren. Jetzt geht es ans Raffen. Und das ist eigentlich auch wirklich der Großteil der Arbeit bei diesem Kleid. So, ich war jetzt hier zu schnell und habe mir die Markierung der vorderen Mitte zu schnell rausgemacht. Also habe ich mir das Schnittteil genommen, nochmal aufgelegt und hier nochmal die vordere Mitte markiert mit der Stecknadel. Und nehme mir jetzt das obere Rockteil von vorn. Und auch hier habe ich jetzt schon diese zwei Hilfsnähte innerhalb der Nahtzugabe eingenäht. Und jetzt kann das Ganze gerafft werden. Du siehst ja, das Rockteil ist jetzt hier viel, viel weiter, als es eigentlich später sein muss. Das heißt, ich nehme jetzt auch hier einmal wieder eine Stecknadel, markiere mir die Mitte. Das hat jetzt hier ganz gut funktioniert, weil das vom Zuschnitt noch die Falte hatte, ne, weil das Stoff ja im Bruch lag. Und wie gesagt, hier oben sind jetzt schon wieder diese zwei Fäden drin. Da nehme ich mir wieder zwei Fäden. Also du hast ja vier vom Ober- und vom Unterfaden. Du solltest immer nur zwei festhalten, also entweder die zwei vom Oberfaden oder die zwei vom Unterfaden. Und dann kannst du da entlang jetzt den Rock raffen. Und ich mache das jetzt auch als allererstes mal so, dass ich komplett auf die rechte Seite gucke und eben jetzt schon sehe, wie der Stoff sich legt. Für Meiler empfehle ich dir wirklich schöne weiche Viskose oder dünne Baumwolle. Der Stoff sollte weich fallen, sich gut raffen lassen und nicht zu sehr auftragen. Ich weiß, dass aktuell ein wahnsinnig großer Musselin-Trend da ist und Musselin-Kleider und Blusen genäht werden. Das würde ich dir hierfür nicht empfehlen, weil das ganz schön auftragen kann an den Nähten. Und ja, ne? Also ich meine, das soll ein schönes, luftiges Sommerkleid sein und auch einen schönen Boho-Style haben und ein bisschen verträumt aussehen, aber wir wollen ja hier nicht, dass es aufträgt. So, und wenn du nämlich das an der Mitte aneinander fixiert hast oder da die Nadeln übereinander liegen hast, dann kannst du jetzt das Rockteil so raffen, dass es von der Größe schön ranpasst. So, und nun heftest du das Rockteil auf die Vorderteile. Das heißt, du klappst es einmal nach oben, nimmst dir jetzt wieder die zwei Nadeln, also von der Mitte. Ich lege die mir jetzt hier auch direkt übereinander und stecke mir das Ganze zusammen. Und dann wird einmal das komplette Rockteil an die Vorderteile gesteckt. Und jetzt siehst du auch hier wieder den Vorteil, wenn der Rock nicht genug gerafft sein sollte oder eben auch ein bisschen zu viel, dann kannst du eben bei dieser Methode ganz einfach die Raffung nochmal anpassen und doch nochmal gleichmäßig verteilen. Achtung, je nachdem, was du für einen Viskosestoff nimmst, solltest du diese Wonderclips benutzen. Ich habe ja hier diese ganz, ganz dünnen Glaskopfstecknadeln, also die seht ihr ja bei mir auch in jedem Video. Deshalb, weil die so dünn sind, funktioniert das bei dem Stoff auch. Ne? Also probier das vorher aus, damit du dir den nicht kaputt machst. Wenn jetzt alles zusammengesteckt ist, wird jetzt das Rockteil an die Vorderteile genäht. Und hier habe ich auch wieder zuerst mit der Nähmaschine genäht und das Ganze dann versäubert. So, das Ganze sieht auch richtig schön aus, ne? So siehst du das. Und wie gesagt, das Raffen ist die Hauptarbeit an dem Kleid. So, das vordere obere Rockteil ist jetzt angenäht. Jetzt machst du im Prinzip genau dasselbe mit dem hinteren oberen Rockteil. Ja? Also du nimmst dir jetzt das Rückenteil, markierst dir hier wieder die Mitte. Hier zeige ich es noch einmal langsam.
Da fehlte mir jetzt vom Zuschnitt der Stoffbruch. Manchmal sieht man das noch so richtig schön. So, da ist die Mitte markiert. Und jetzt nimmst du dir das Rockteil, legst, guck mal da, das ist vom Zuschnitt wieder da. Deswegen habe ich es auch vorher nicht gebügelt. Das mache ich dann nachher einmal mit Dampf. Bei dem Stoff funktioniert das wunderbar. Da kannst du, wenn das dann fertig genäht ist, das einfach hinhängen und nochmal überdampfen. Genau. Und jetzt wird das Rockteil angesteckt. Ich stecke erst die Mitte und dann erst außen die Kanten und kann dann jetzt im Prinzip die Strecke dazwischen nochmal raffen. Und zwar so, dass es passt. Ne? Ja. Und wenn das hintere Rockteil an das Rückenteil gesteckt ist, dann wird auch das angenäht. So, wenn du Myla als Tunika nähen möchtest, dann bist du jetzt quasi fertig mit den Schnittteilen und kannst im Prinzip schon zum Zusammennähen der Seiten kommen. Aber, ich nähe jetzt das Kleid. Siehst du schon, die Kamera, das wird hier eng von der Stoffbreite. Jetzt geht es genauso weiter. Das untere Rockteil ist für vorn und hinten dasselbe. Das musst du quasi zweimal zuschneiden oder je nach Größe eben auch dreimal. Das habe ich in der Anleitung nochmal beschrieben. Nicht dreimal, sondern viermal. Genau. Und auch hier gehst du genauso wieder vor. Mitte markieren und dann schön alles raffen, sodass es an das Rockteil passt. Also nochmal, das untere Rockteil ist für vorn und hinten das gleiche Stück. Das wird bis zur Größe 40, kann das auch im Bruch zugeschnitten werden. Danach musst du das Ganze am Rückenteil einmal komplett zusammennähen. Das habe ich aber in der Anleitung beschrieben, ne, damit du ein bisschen Stoff sparen kannst. Genau, so, wenn dann das untere Rockteil vorne und hinten auch dran ist, dann bist du im Prinzip soweit fertig. Jetzt legst du Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts. Da siehst du schon, da kommt ganz schön Stoff zusammen. Aber das macht ja gerade den schönen Stil aus. Und jetzt wird es als allererstes zusammengeheftet. Ich fange hier unter den Armen an und nehme dann so die Punkte, ne, also die erste Naht oben. Und dann die zweite Naht, wo das Rockteil angenäht ist und stecke mir das zusammen und ja, nähe dann die Seite einmal von oben bis nach unten zusammen. Ich habe das wieder mit der Nähmaschine zuerst genäht und dann die Nahtzugabe versäubert. Und weil immer die Frage kommt, wie ich das hier mit dem Rest von dem Overlock-Garn mache, ich ziehe das zurück in die Naht. Das heißt, ich habe hier so eine etwas kleinere Stopfnadel, also nicht so eine ganz dicke, sondern eine nur etwas dickere, mit einem schönen großen Nadelöhr trotzdem noch. Und die stecke ich einmal in die Naht rein, mache dann den Rest vom Faden hier ins Nadelöhr rein und ziehe das dann einmal in die Naht hinein. Wenn das Ganze da unten nochmal rausguckt, dann schneide ich da noch den Rest ab und dann ist der Faden und die Naht gesichert. Auf der anderen Seite musst du das natürlich auch machen. Das ist so meine Lieblingsvariante. Ansonsten kann man das natürlich auch vernähen. Also da gibt es ja ganz verschiedene Art und Weisen. Aber ich finde eigentlich, das ist am schönsten und am schnellsten so. Genau. Ganz unten am Saum vom Kleid brauchst du da nichts in die Naht zurückziehen, weil das wird ja gleich noch versäubert. Hier kannst du einfach den Rest vom Faden abschneiden
Und ja, dann eben die untere Kante versäubern. Kannst das hier auch wieder auf die einfache Art machen, indem du einmal ringsum alles versäuberst und dann nach innen umschlägst die Kante und festnähst. Ich habe mich dafür entschieden, auch hier unten wieder Schrägband zu nähen. Ja, es ist einfach wunderschön, aber beide Varianten sind super und die Kante unten ist gerade. Also hier ist es auch so, dass es beim ganz normalen Versäubern und Nahtzugabe umschlagen und festnähen keine Probleme gibt. Genau, das hier ist meine Myla. Ich mag sie sehr. Wie gesagt, es ist ein Urlaubsoutfit, schön luftig locker. Wenn dir der Ausschnitt zu weit ist, kannst du ihn vorne noch ein bisschen fixieren und zusammennähen. Aber ja, einfach ein wunderschönes Sommerkleid und ich hoffe, du hast genauso viel Spaß beim Nähen und beim Tragen wie ich. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, bis dann. Tschüss.